Hallo zusammen, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das ist jetzt ein sehr, sehr spontanes Video, weil ich eigentlich nur hier bin, um Reels zu machen. Aber ich fand das gerade so cool, weil wie auch da hinten schon ein sehr cooles Auto steht, womit wir gleich driften werden. Hast du Bock? Das, ja. Das ist übrigens, wer ihn auf meinem Kanal noch nicht kennt, das ist Luke, mein verlorener Bruder. Genau, wir sind eigentlich Geschwister, genau. Das weiß nur keiner. Habe ich dann auch bei Jackie Performance beworben, da haben wir uns wieder getroffen. Genau, ja, so war das. Auf jeden Fall, es wird lustig. Es geht um den Conti-Tuning-Tag. Wir haben auch viele Elektroautos und es soll natürlich um Reifen gehen. Also wir werden heute auf diesem Gelände einfach mal alles austesten, was geht. Und ich denke, wir nehmen euch einfach mit, oder? Ja, es wird auf jeden Fall witzig, es vor allem für mich. Es wird lustig. Noch nie sowas erlebt. Und du hast ja gar nicht sowas gemacht. Nee, noch nie. Ne? Er ist ja mehr so im Motorradsegment unterwegs. Ich blende mal was ein, was er so macht. Nee, wird lustig. Wir haben ein cooles Programm. Ich weiß gar nicht, was genau wir alles jetzt heute filmen werden. Wir stehen im Weg, sorry. Und ja, wir nehmen euch mit. Let's go. So, wir starten gleich in diesem Auto, wie schon vorhin gesagt, und werden eine Runde driften. Also habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Vielen, vielen Dank, Philipp. Sehr gerne. Ihr kennt ihn übrigens aus dem letzten Video, wo wir den Conti-Reifen bei mir am Auto dran gemacht haben. Wir haben hier ein Auto stehen. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Genau, ist quasi von uns modifiziert, ab 463. Kann ja mal ein bisschen hier rangehen. Wir haben vorne serienmäßig Sportkontakt 7, das heißt, wir haben hier richtig, richtig Grip auf der Vorderachse und hinten halt für dieses Event, ne, wir nennen ihn Driftkontakt, also ein Driftreifen, speziell halt hier für nasse Kreisbahn, ja. Und der kann sehr viel Abrieb. Das heißt, da könnt ihr tagelang driften, der wird nicht abreiben, okay. Und ist halt eine super Mischung, das heißt, du hast vorne sehr viel Grip, hinten gar keinen Grip. Das heißt, du kannst ja ganz entspannt dritter Gang, 2000 Umdrehungen und dann ziehst du ja Kreis nach Kreis nach Kreis. Cool. Also wir haben die besten Voraussetzungen, einfach um schöne Drift zu ziehen und das Wetter spielt auch mit. Wir haben mega Glück, es wird ein geiler Tag. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich hier in, wie nennt man das, rum? Kleiner Kreis oder Drift Oval. Im Driftkreis. Bis gleich. So, zweite Runde, wir probieren es mal. Ja, ist ja schon viel Plemmelsee. Ja. Ich bin doch noch nie mitgedriftet, ne? Oh! Gar nicht so schlecht. Ja. Das war schon schnell. Sieht von außen so langweilig aus. Sehr schön! Geil! Ja. Alter Peter, Junge. Herbe gut! Ja! Ja, nein! Ah, ich musste kurz aufhören, ich hab mich so sehr gefreut. Das war richtig geil. Ey, das Jungs, richtig. Der war herbe gut! Ey, das war mein bester Drift in meinem ganzen Leben gerade. Ja, ohne Witze, ey, der war richtig gut. Jungs. Jetzt machen wir Rolling Shots, ne? Das ist schon cool. Ich habe jetzt hier Parton 55er Zeiss, das Vario Full ND Filter. Mit der A7S 3 natürlich. 4K 60, 4.2.2, 10 Bit. Und genau, jetzt geht's los. Ein bisschen langsamer die Schlangenlinie, ein bisschen länger ziehen. Ja, und jetzt? Ja. Das war's zum ersten Conti-Tuning-Tag mit Luke. Weiter geht's in Saalfelden mit Pfeff. Und für diejenigen, die das letzte Video schon gesehen haben, die wissen, warum ich einen Gips trage und mein Arm gebrochen ist. Ha. Hi. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt wird's ernst. Ja, es wird ernst. Und bist du letztes Mal richtig gedriftet? Boah, gar nicht. Ich bin ja noch nie richtig gedriftet. Richtig noch nicht. Nee. Das ist mein erstes Mal jetzt.
Es wird geil. Viel Spaß. Danke. Probier erstmal ein bisschen. Ja, gut, gut. Versuch mal Ruhe reinzukriegen. Schau mal, schau mal. Schön. Ich sag. Wenn du willst, kannst du es jetzt auch gerne draußen probieren. Ja. Ich würde jetzt klatschen, wenn ich Land hätte, aber stark. Sehr geil. Ja, okay. Aber es ist wild. Fühlt sich echt geil an so. Macht Bock, oder? Ja, voll. So, GD86, bist du ready? Ja. Das wird ganz anders jetzt. Viel Spaß. Danke. Walk in the street like she's entitled. I was on some wavy shit, now I come through like titles. I'm coming for the title, tryna get richy like Lionel. My brother's on some demon time, but they always treat us like disciples. Rockstar. Ehrlich jetzt, der echt ist einfacher. Ja. Du kannst viel geileren Lenkwinkel fahren als den. Krass. Ja. Digga, heute ist ein guter Tag für dich. Geil, alles stimmt. War Digga, richtig Bock. Ey. Sehr, sehr stark. Also ich würde sagen, vielleicht probiere ich einfach mal ein bisschen zu rutschen im inneren Kreis gleich mit meinem Arm. Let's go. Probier mal aus, Bruder. Atemschirm einmal. Nein, nein, mach. Außen? Ja, sicher. Jungs, ey. Das schaffst du. Easy. Ja, Vertrauen. Easy, Junge. Let's go. Nach vorne, Gas. Jetzt spielen, jetzt spielen. Jawohl. Hier ist mehr Grip, unten geht es. Unten wird es weniger los. Ja, Junge, siehst du doch. Ja. Aber cool, vielen Dank, dass ich das trotzdem machen durfte, dass ihr das vertrauen auf der Jacks. Cool. Nee, hat Spaß gemacht. So, Drift-Challenge ist auf jeden Fall für heute dann. Wir haben beide sogar driften können. Ich habe auch beim kaputten Arm in einer Hand driften dürfen und es hat erstaunlicherweise sehr gut funktioniert, oder? Und wir gehen jetzt weiter zum Handling-Kurs und dann geht's mal vielleicht in die Alpen. Wir sehen uns. Weiter geht's mit dem dritten Conditioning-Tag und dieses Mal sind wir sogar alle drei am Start. Wir werden heute mit Arzi-Schnitter zusammen ein bisschen BMW fahren. Er wird heute das allererste Mal driften. Das allererste Mal. Du hast noch, bist noch nie gedriftet. Noch irgendwie, nie. Ne? Okay, das wird lustig. Das wird lustig. Wir zwei sind schon so ein bisschen alte Hase, was es angeht. Nein, Spaß. Also wir werden es auf jeden Fall auch. Ich bin auch ein Profi. immer der mit seiner großen Fresse. Auf jeden Fall. Wir haben heute ein volles Programm. Wir machen Content sein Vater. Wir müssen Reels machen. Wir müssen das YouTube-Video machen. Was heißt müssen? Wir haben Bock drauf. Und müssen sehr viel machen. Also gemixt, Querformat. Ach so. Wir sehen hier schon im Hintergrund, werden die Autos aufgestellt. Da sieht man das Oval. Wollen wir ganz kurz reden, was für Equipment wir haben, weil wenn wir schon mal dabei sind, wir reden einmal kurz. Das Video ist einfach 100 Jahre lang. Egal, komm her. Wir haben einmal das eine Setup im Querformat. A7 S3, RS2 Pro. Das ist kein Geld für RS3 Pro. Peter hat noch nicht gegönnt. Und dann haben wir einmal den RS3 Pro mit der A7 S3, wer hätte es gedacht, mit einem Cage dran, weil viele fragen. Einmal hier, let's go. Viele fragen einmal, yo, wie kannst du denn im Hochformat aufnehmen? Du brauchst einfach ein Cage und dann kannst du die Platte da dran machen und dann kannst du die halt so ausbalancieren, als ob du die normal draufpacken würdest. Sehr praktisch, funktioniert ganz gut und das war's auch schon. ND-Filter finde ich sehr, sehr praktisch. Der kann quasi Polfilter, ND-Filter zugleich sein. Der ND-Filter ist sehr, sehr stark, weil der hat kaum Vignettierung. Du hast kein Farbspiel in den Spiegelungen, weil das war einfach bei dem Peter McKinnon 300-Euro-Filter, wie teuer der auch immer war, hat er einfach alles gelb gemacht, was in den Spiegelungen war. Das war kacke. Und das hat der zum Beispiel nicht. Und der ist auch deutlich günstiger. Ja.
Okay, ich habe jetzt genug gelabert. Guck dir den M2 an. That's madness, that's what I know. I tell these people I be a millionaire, they're like, oh. Why does it matter, we don't know, just really seem to know. Financial freedom is on my list, I'm bleeding, bro. So, wir sind auf jeden Fall jetzt am Driftkurs. Ich hab Bock. Du hast Bock, ja? Ich Bock. Bist richtig du motiviert? Bock. Ich bin so motiviert. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön. So, einmal hat er schon verkackt. Nicht gut. Und Nummer 2. Ich hab ihm gesagt, es ist hier schwerer wie da in Saalfelden, wo wir waren. Und er meinte, kein Problem, kein Problem. Kann ich. Schaff ich. Der Mann ist selbstlos. Das wissen wir alle. Das wissen wir. Es ist halt echt irgendwie schwerer hier. Es ist irgendwie halt die Größe vom Kreis, dann hast du unterschiedliches Grip-Level hier. Die eine Seite ist ein bisschen rutschiger wie die andere. Ja, das sieht doch schön aus. Das ist ganz anders als Saalfelden, ne? Hab ich dir gesagt. Aber das kannst du ja nicht wissen. Es ist halt unterschiedliches Grip. Viel schneller fahren. Ja, ja. Nein, gar nicht. Nein, du hast ja Nein, aber hast du rausgekommen. Ja, aber dann, wir haben jetzt aber einmal Testung gemacht. Kannst du vergleichen mit Saalfelden? Nee, gar nicht. Nur. So, Luke, ich wünsche dir jetzt ganz viel Erfolg. Ja. Mach dir keinen Druck, mach so, wie du kannst. Ich probier's. Und du schaffst das. Ja. Let's go. Alles klar. Viel Spaß. Komm nicht dran. Du bist noch nie gedriftet? Ich bin noch nie gedriftet. Okay. Ich bin schon mal gerutscht so mit dem Auto irgendwie. So, dann wird man schneller. Zweiten Gang. Jetzt wirst du einfach retten, immer schneller, ohne zu lenken. Noch schneller, jetzt fängt es hinten an zu rutschen. Ja, du brauchst also ein gewisses Grundtempo. Ja, am besten fährst du erstmal gleichmäßig den Kreis, bis du an dieses Tempo rankommst. Ja. Lupfst einmal kurz das Gas, dann rutscht er dir hinten weg und dann kannst du den nächsten Gasstoß geben. Okay. Noch was? Gas weg. Aber ey, das war doch jetzt schon mal was, ja, das oder? War geil. Das war doch schon mal ein Drift. Das war echt geil. Zehntel Sekunde hier warten, was eine Spur zu früh am Gas. Boah, das macht geil. Ja richtig Spaß, danke. Feel like I live in the end zone. I'm the one leading the drives. The crew riding round in a Benzo. Red carpets when we arrive. I'll be in charge of my own fate. Left the excuses behind. Now I'm the illest violinist alive. I took the pain and I thrive. But look at me now. I used to crash on a couch. Now I got cash in the bank. Look at me now. She didn't want me around. Now she begging me to stay. Look at me now. Nobody knew who I was. Now everybody. So, ja, Luke ist auf jeden Fall am Start. Die ersten zwei Male waren auf jeden Fall noch nicht so kontrolliert, aber. Gefühl war kurz da jetzt gewesen bei dem einen. Kurz, ne? Also er hat ganz kurz gehalten. Nochmal falsch mit aufgehört. Perfekt. Also es sah schon ein, zwei Mal richtig gut bei ihm aus, muss man sagen. Dafür, dass er das erste Mal hier macht, unter diesen erschwerten Bedingungen, weil wenn man es vergleicht mit Saalfelden, ist es auf jeden Fall anspruchsvoller. Luke, an der Stelle hast du sehr, 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 sehr gut gemacht. Ich würde jetzt einfach direkt reingehen und mal gucken, was ich jetzt gleich hier so gebacken bekomme oder nicht. Keine Ahnung. Das ist schwer. Alter, das war richtig cool. Also der eine, der war richtig geil, da hätte ich gerne... Eine, aber da ist halt einfach dieses Gefühl... Einmal war da und ich war genau an dem Punkt... Dieses Gefühl, du brauchst dann einfach in diesem Moment viel Ruhe. Weißt du, das ist dann weg. Also, und wenn es weg ist, schmeißt du das Ding. Nee, das ist auch richtig. Das Ding ist,
man merkt halt, ich hab halt so eine Ungeduld dann auch. Okay, ich habe jetzt einmal anderthalb Runden geschafft, dann muss der nächste auch anderthalb oder zwei werden. So, ist wie beim Mopedfahren, da will ich auch immer mehr. So, aber das ist halt, ne? So, der Tag ist auf jeden Fall bis jetzt sehr erfolgreich. Wir switchen gerade die ganze Zeit die Autos durch. Jetzt sind wir beim M3 Touring. Ein wunderschönes Kfz. Ich meine, optisch ist er einfach nur geisteskrank. Genauso in der Farbe und mit den Felgen, muss ich sagen, Träumchen. Also wirklich, ist echt ein Traumauto. Würde ich mir tatsächlich auch privat wünschen, weil er auch vor allem sehr praktisch ist, gerade was Kamerazeug angeht. Aber gut. Put the pass on ice. I was bad like Mike. Now I'm good like Kendrick said, boy, we gon' be alright. I just double my price, yeah. I get love on sight. That's the only love I like. And look at that, we nice. For all the ones who showed it, showed up with no motives. That fake love is so bogus. I don't take love from false owners. Don't respect those who promote it. On paper, you look honest. On the outside, looking in. So, ich hoffe, euch haben die paar schönen Bilder gefallen vom heutigen Tag. Wir müssen noch zwei Jungs ein bisschen was üben. Ja. Einmal er und der Typ, aber der kriegt es gerade gut hin. Das sieht gut aus jetzt gerade. Ah, jetzt wird es zu hastig gleich. Ja. Da waren auch schon ein paar sehr starke Dinger dabei. Ich brauchte den Druck. Als sie gesagt haben, wir sollen raus, haben wir dann die Messung erst gemacht. Ich habe 15.000, du hast 5.000 Punkte. Ja, dann muss ich nochmal nachlegen. Nee, du hast doch deine Messung. Lief gut. So, ich hatte jetzt endlich mal ein bisschen Kopf frei. Das hat ganz gut funktioniert. Wir haben 290.000 Punkte bei mir. Welche hast du gemacht? 15.000. Echt? Ja. Oh. Was haben wir erstmal 5.000 gehabt? Ja, ich musste erstmal reinkommen und ich hatte morgen keinen Kopf noch dafür. Und mein erster Tag. Das stimmt. Glaubst du, du schaffst jetzt die 290.000 zu schlagen? Ich sag mal nein. Dann kann ich nicht schlecht dastehen. Das ist mal was Neues von dem Herr Fabkraus. Ich würde es dir gönnen. Jetzt mach. Nein, ich will aber, dass du alles gibst. Ich gebe alles, ja, aber trotzdem, alles. Wenn du gewonnen hast, hast du gewonnen. Dann gönne ich es dir. Ja, okay, dann viel Erfolg. Ich war gespannt, ob er jetzt meinen Rekord schlägt. Wäre witzig. Scheiße, Mann, jetzt packt er den Rekord. Komm, wir gucken, wie viele Punkte macht er. 60.000. Wie viel waren das jetzt? 360.000. Ich würde so sagen 330. Rennen. Ach, Digga. 499.000. Ich so, er so, was meinst du, das hat er? Ich so 360. Boah, Digga, da hast du aber jetzt einen rausgehauen. Boah, tut mir leid, ey. Ohne Scheiß, weil hätte ich den Sieg gegönnt, Digga. Aber ich wusste nicht, dass da noch so viel nach oben Luft ist. Aber es ist schon ein geiles Battle jetzt, muss ich sagen. Jetzt macht's Bock. Ja, finde ich auch. Der Tag ist zu Ende. Wir sind mit Erlen fertig. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns zusammen. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Driften hat jetzt zum Schluss ganz gut funktioniert. 499.000 Punkte an den Herrn. Ja, aber ey, 15.000 es wäre doch mal gut gewesen. Hätte er noch mal probieren dürfen. Aber ja, wir haben es nicht mehr geschafft. Ging halt nicht. Aber ist ja nicht schlimm. Du für dein erstes Mal warst sehr, sehr krass unterwegs. Also dicke Props an dich. Dankeschön. Wir sind echt stolz auf dich. Dankeschön. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Wir sehen uns in irgendeinem anderen Video. Tschüss. Nein, sag einfach tschüss. Wir sehen uns wieder. Im besten Fall. Im besten Fall.
Das Video kommt vielleicht, erst, vielleicht das Video auch. Kommt eh frühestens im Januar 2025. Ich wollte auch ein Jahr was, sagen. Was haben wir jetzt im 2023? Okay. Nein, wir müssen das 26.08.23. Wir müssen das aber auch so schnell es geht posten. Okay, wir hören auf Hef und wir kloppen jetzt die Videos einfach hin. Tschüss. That's her man, no respect. She gon' say I been the best. He gon' smoke like cigarettes.